Wunderschönen guten Tag am Wolfsgrund. So, als kleines Making-of. Ein Video, das ich erst nach Tagebuch der Abenteurer online stellen werde. Unseren Disco-Bunker mit der Straße nach Süden, wo gerade an den neuen Grabsteinen gearbeitet wird. Und da Sebi gerade dabei ist, unsere Säulen zu verschönern. Sag Hallo zu unseren Gästen. Ja, dann ist 100.000 Mal erwähnt, da kommen die Klos her. Da haben wir heute schon verputzt. Heute am Abend kommt das Warmwasser für die Waschbecken. Dann könnt ihr euch die Hände abwaschen. Oder so. Weiter geht's jetzt in die Spielerquartiere. Das wird alles noch an- und zusammengerannt. Unter den Arkaden werden quasi Wohnhäuser von den Dorfbewohnern eingerichtet. Da haben wir schon Ziegel hergerichtet, damit die Leute das Feeling haben, dass Nachtfall im Wiederaufbau ist. Genauso wie eine Palette mit Ziegeln, mit Dachziegeln. Oder wenn wir einfach ins Feuer sind, das klumpert weg zum Rammen. Nein, das ist nicht Ambiente, das ist Flavor. Wir haben uns extra Mühe gemacht mit den. Doppelte Ziegel, doppelte Dachlatten, doppelte Flavor. Doppelte Sea. Figaiz. Yvonne Sie. Ich hab damit nichts zu tun, den Flavor haben allein die zwei da. Nein, das stimmt nicht. Und der Niki und der Sebi. So, gehen wir mal rein. Der Josek, die Hanna, die Wonne, Yvonne. Hudi. So, wie gesagt, so hat es ausgesehen, bevor die Spieler gekommen sind. Und wenn mir irgendeiner erzählt, dass sich irgendeine Spielleitung schon mal die Mühe gemacht hat, extra Hotelzimmer für ein Spiel zu bauen, dann soll er mal sagen, auf was für ein Spiel das war. Lichter, Lichter, Loh. Vorhänge, noch ein Zimmer mit Teppichboden, das sieht man jetzt im Dunkeln nicht, oder? Nein, glaube ich nicht. Am Wolfsgrund. Also, wir haben Tag 1 des Hardcore-Aufbaus. Der Hardcore-Aufbau schaut aus. Hardcore-Abbau. Ja, das ist alles Dungeon-Deko. Das kann ich euch jetzt zeigen, weil ich das Video erst nach dem Spiel online stellen werde. Hier haben wir unsere dezente Audioverkabelung. Insgesamt legen wir 135 Meter Audiokabel für diesen kleinen Raum. Morgen um die Zeit sieht man kein Stück Wand mehr. Also nicht von der Stelle, wo ich stehe. Ja. Niki tut so, als ob er arbeiten tät. Wir haben auch dann noch den Sebi, den alle von meinem Dungeon Deck Team kennen. Und als tatkräftigste Unterstützung haben wir neu im Team die Anita. Die Anita ist eine unserer besten Nachbarinnen hier und die wird jetzt quasi Dungeon in die Jungfurt. Das heißt, ab jetzt gehört sie dazu und muss jedes Mal dabei sein. Hast du jetzt mein Netz runtergerissen? Helf Gott! Das ist ein Einstieg in ein Video, oder? Hab du! Also ich würde bis daher, und dann können wir den Pfosten gleich nehmen, dass wir da ein Brettl gegenschrauben. Daher der Pfosten, den meine. Das heißt, hier. Dann machen wir die Garten. Dann machen wir aber alles mit der Ja. Haben wir genug. Mhm.
Mit Türschließer. Bald ist das Kuffi Quatsch. Ja, die haben eh Ösen. Wir hängen sie an den Ösen. Das Dämliche, wenn man Organisator ist und gleichzeitig filmt, dass man was vergisst. Filmen. Genau. Das heißt, wir hackeln jetzt schon zwei Tage und haben nichts gefilmt. Aber ich mache euch gleich eine Bungee-Tour. Wird lustig werden, da kriegt man dann ein bisschen durch und haben Spaß.